Hey Leute, wir sind inzwischen weitergezogen nach Puerto Viejo in die Karibik und es ist wirklich traumhaft schön hier. Wir werden jetzt gleich auch schon abgeholt und machen eine Dschungeltour und ich bin super gespannt, ob wir irgendwelche coolen Tiere sehen werden und ich freue mich mega auf die Tour. Richtig krass, der Dschungel ist einfach direkt am Meer, ist wirklich wunderschön. Wir haben richtig coole Tiere schon gesehen, aber ich glaube, wir sehen da noch ein paar mehr. Das ist wirklich das Paradies hier in Puerto Viejo, also mir gefällt es wirklich super, super gut bisher. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den Bribri-Wasserfällen, die sind auch mitten im Dschungel und es ist ein bisschen Kletterei, also nicht ganz so einfach dorthin zu kommen. Thank you.
So, wir sind jetzt zurück von unserer Tour, die wirklich super, super cool war. Wir haben einen Wasserfall gesehen, wir haben super viele coole Tiere gesehen und auch noch echt einiges über Puerto Viejo gelernt. Den Link zur Tour packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Also ich kann die Tour wirklich nur an jedem weiterempfehlen. Und für Marie und mich geht es jetzt erstmal zurück in unser Apartment, was ich euch auch noch mal kurz zeigen werde. Weil wir haben echt ein super Apartment abbekommen, was wunderschön ist. Jetzt erkunden wir erstmal den Ort Puerto Viejo, aber es ist auf jeden Fall schon mal unglaublich, wie schön die Natur ist. Wir haben uns jetzt erstmal einen frisch gepressten Orangensaft geholt. Die sehen hier total anders aus. Die Orangen hier sind grün und nicht orange wie bei uns. Und der Orangensaft schmeckt tatsächlich auch komplett anders, aber super lecker. Also Prost! So, das war auch schon der Ort, Puerto Viejo. Ist gar nicht so groß, aber wirklich ein kleiner, traumhafter Ort. Wir waren gerade noch karibisch essen und genau wie im Rest von Costa Rica gibt es ja auch Reis mit Bohnen, aber in der Karibik wird das mit Kokosnuss und ziemlich vielen Gewürzen gemacht. Also schmeckt wirklich viel, viel besser und wirklich richtig gut. Und jetzt geht's erstmal am Strand. Wir waren jetzt 5 Tage hier in Puerto Viejo und es hat uns wirklich super, super gut gefallen. Es ist wirklich ein kleines Stück Paradies auf diesem Planeten noch. Und nach San Jose eine wirklich gute Abwechslung, denn San Jose ist wirklich nicht die schönste Stadt, hat mir trotzdem gut gefallen. Aber hier in Puerto Viejo war es wirklich wie im Paradies und ich bin das erste Mal wieder richtig runtergekommen und habe mich auch wieder das erste Mal richtig frei gefühlt. Es ist wirklich super schön, endlich wieder unterwegs zu sein, das zu machen, worauf man Lust hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich endlich richtig angekommen bin. Wir ziehen heute ein bisschen weiter in den Süden, nur etwa 20 Kilometer nach Manzanillo. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort hier, mitten im Dschungel quasi. Ich bin auch super gespannt, was
was uns da erwartet. Aber wie schon gesagt, ich bin einfach nur noch zufrieden, dass es endlich weitergeht, dass wir unterwegs sind. Und ich habe hier mein Paradies gefunden bisher und bin gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiter auf meiner Reise begleitet und meinen Kanal vielleicht abonniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt ihr mich wirklich super auf meinem Weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.